Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Shadow of the Tomb Raider. Wir sind immer noch am Pfad der Angst unterwegs, die Mission. Bin ja in der letzten Folge oben angekommen. Jetzt schauen wir, was hier passiert, wenn ich da drücke. Hey, geht schon mal irgendwas hoch. Und hier auch. Und jetzt? Ah ja, und die Tür geht auf. Okay. Warum sollten Huna Hahn und Huhn Chevin so ein Ort bauen? Das sieht ein bisschen aus wie Parkour laufen. Jetzt hier oben überall lang, oder? Ah ja. Die Stacheln kommen schon mal nach oben. Ist ein bisschen schneller hier. Jetzt warten wir mal, bis die hier rauskommen. Ich weiß nicht, ob das zurückfährt oder. Aber möglich, dass wir da auch noch uns schnell hinbewegen müssen. Ist natürlich gefahren, gut. Das nach oben? Nö. Da muss ich jetzt da weiter hin, oder? Komm, Stück. Ich glaube, da brauche ich nichts zu aktivieren. Na komm, ab drunter. Alt, das sind auch Stacheln. Das bringt was. Ah, okay. Jetzt müssen wir den Weg hier zurück. Da ist noch ein Schalter. Ah, nein. Ich schaff's nicht. Oben entlang, also nochmal zurück. Oh nein, shit. Hoffentlich nicht wieder von vorne.
Zum Glück nicht ganz von vorne. Das ist schon weggedrückt. Das hier noch nicht. Das war knapp. Das war leicht knapp. So, jetzt müssen wir da nach drüben. Da warten wir lieber, sonst fallen wir da noch runter und dann können wir wahrscheinlich wieder von hinten anfangen. Gut, haben wir das jetzt. Wieder weg. Was bringt das Seil hier? Darunter würde ich gerne noch mal gehen. Sowieso nicht rein muss. Das bringt nichts. Hat's auch keine Kraft. So, da könnte man vielleicht das Seil hier da anschließen, ne? Ne, reicht nicht. Kann er jetzt schon wieder alles zurück? Schaffe ich es darüber zu springen? Wenigstens sind wir hier wieder angekommen. Jetzt haben wir darüber vielleicht. So, ich wollte hier runter. Geht aber irgendwie nicht. So, vielleicht bleibt es mal hier. Ich kann vielleicht von da aus da runterspringen. Jo, das geht.
Moment sein. Achso, vielleicht muss ich jetzt oben bis wieder. Aber jetzt bin ich ja wieder hier unten. Jetzt kommt man so hin. Dann können wir das Seil mal durchschneiden, vielleicht bringt das was. Nein, jetzt ist es. Oh shit. Wir haben jetzt echt nochmal von 9. Anscheinend. So, ich glaube, ich habe die Lösung. Einfach das Seil oben lassen. Jetzt sieht man ja dieses Dings da zum Festmachen. Jetzt kann man theoretisch nach drüben kurbeln. Jawohl. Seite kommen. Oder geht es? Ne, es geht von hier auch. Ja, rechts oder links? Oh, jetzt aber schnell. Was? Mal sehen, was wir da haben. Nope, das war knapp. Atem. Zeugt ein Elzugonen. Elzugonen und Zwolgam. Aufpraller ist Feuerfall, okay. Das war ein Grab. Dem es nicht weiterging anscheinend. Soll ich? Dem da gut. Willkommen zurück. Hey, alles okay? Mir geht's gut. Sie hat ihn. Hier, der weiße Atem. Ach so, das muss sie sowieso besorgen. Seltsam, dass ein so kleines Ding so mächtig sein kann. Hoffentlich verschafft es der Rebellion einen Vorteil gegenüber Amaru und seinem Kult. Wir wissen beide, dass es das tun wird. Uchu, du schuldest uns noch eine Geschichte. Ich bringe nämlich diese Narbe und das Rezept einfach nicht zusammen. Ich glaube, da gibt es nichts zu erzählen. Ah ja, jetzt habe ich irgendeinen neuen Gegenstand gekriegt. Unfassbar, wie erwachsen Ätzli. Punkte haben wir auch wieder einige. Jetzt mal einfach mal hier überall ein. Na gut, ich sag mal, das war's wieder mit dieser Folge. Ist zwar ein bisschen kürzer, aber wir haben ja die Sachen abgeschlossen, was wir erstmal wollten. Und ich suche in der nächsten Folge dann wieder neue Aufgaben, die ihr dann hier verfolgen könnt beim Zuschauen auf meinem Kanal. Und bis dahin, tschüss.